Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von video.zeibich.me. Heute präsentiere ich der Leub euch, wie er einen Bucket-Server in einen bereits laufenden Minecraft-Server integriert. Das Ganze ist wirklich sehr einfach und wird auch nicht lange dauern. Wir fangen direkt damit an, dass wir uns wieder mit Putty auf unseren Server verbinden. Das Ganze sollte natürlich klar sein. Wir gehen in unseren Benutzer, unter dem Minecraft läuft. Schauen wir direkt mal nach, was wir so schönes haben. Gehen direkt in den Ordner des Servers. Jetzt sehen wir haben hier eine Minecraft.server.jar. Dies ist eigentlich einfach nur auszutauschen. Eine Kleinigkeit müssen wir vorher trotzdem noch tun. Wir öffnen das Programm WinSCP. Ja, eine kleine Info. Alle Programme und Infos über die Programme inklusive Download findet ihr auf video.zeibich.me in dem Reiter Programme. Bevor wir die Minecraft-Server ja austauschen, sollten wir die ganzen Einstellungen erstmal sichern. Das Ganze tun wir jetzt einfach, indem wir einen neuen Ordner erstellen, diesen Backup nennen. Genauso solltet ihr auch die Welt sichern vorher. Das tun wir jetzt, indem wir es einfach kopieren. So. Bevor wir das machen, jetzt müssen wir die Server.properties löschen, denn es wird eine neue erstellt. Minecraft Server ja können wir auch löschen. Also praktisch nur die World und ein paar Textdokumente übrig. Jetzt besorgen wir uns als nächstes einfach die Bucket, ja. Dies tun wir auf dl.bucket.org. Wir nehmen in unserem Fall jetzt die Beta Build. Wir können natürlich auch die aktuelle Version nehmen, was nicht immer die neueste ist. Die Beta ist immer die neueste. Oder alternative Versionen. Da sehen wir hier ganz deutlich die älteren Versionen. Falls ihr euren Server noch gar nicht geupdatet habt, weil vielleicht ein Plugin oder sonstiges noch nicht auf der neuesten Version ist, könnt ihr hier ganz einfach die für euch passende Version auswählen. Wir nehmen jetzt in diesem Fall die Beta Build. Sehen, der Download kommt direkt, also können wir einen Rechtsklick machen, die Linkadresse kopieren. Geben hier jetzt einen Wget Rechtsklick und Wget lädt uns das Ganze wunderbar auf den Server. Wir könnten es natürlich auch mit WinSCP hochladen. Ist gesprungen. Gut. Wir sehen jetzt, läuft der Download. Dauert einen kleinen Moment bei mir. So, wir sehen nun, der Download ist abgeschlossen. Wir haben jetzt, wie wir WinSCP sehen können, wenn wir aktualisieren, eine neue Datei, eine Craft Bucket Version R03. Ja. Um das Ganze einfacher zu gestalten, würde ich die Bucket ja immer wieder in die Originaldatei umbenennen, was wir ja ganz einfach tun können. Das ist auch einfacher, falls ihr ein Start-Stop-Script verwendet, braucht ihr es nicht jedes Mal ändern. So, wir sehen nun, wir haben ein neues Minecraft in dem Sinne. Jetzt können wir Minecraft wieder starten. Dazu können wir einfach mal nach oben gehen. Jetzt sehen wir wieder unseren typischen Befehl. Ihr macht das natürlich je nachdem, wie ihr es tut. Wir starten jetzt unser Minecraft. Sehen, es startet ganz normal. Es wird eine neue Spawn Area erstellt. Wird eine neue Spawn Area für die nächste Welt erstellt. Es gibt nur drei Welten, den Nether und das End. Sind im Bucket mit dabei, das sehen wir jetzt auch, wenn wir aktualisieren, haben wir Nether und End mit drin und dann auch noch Plugins. Und wir haben auch eine neue Server Properties. Hier ist dann natürlich wieder alle Einstellungen einzutragen, die vorher in der alten drin waren, beziehungsweise einfach die alte mit der neuen ergänzen. So. Das so viel zum Thema Bucket und jetzt wollen wir auch gleich probeweise ein Plugin installieren. Dazu gehen wir einfach auf bucket.org,
wir gehen dann zu Get Plugins und suchen uns einfach ein Plugin raus. Welches das ist, spielt in dem Sinne ja keine Rolle. Wir nehmen jetzt in diesem Fall Security Login. Das sollten wir es andersrum schreiben. Und auch richtig, könnte auch helfen. Wir haben jetzt das Plugin Login Security. Für alle, die nicht wissen, was das ist: Login Security sorgt dafür, dass jeder Benutzer sich mit seinem Namen und einem Passwort anmelden muss. Das heißt, ihr könnt auch den Online-Modus ausschalten, so dass gecrackte Versionen spielen können. Es kann niemand mit dem falschen Namen rein, also kann auch niemand einfach den Namen zu einem Ob ändern und ist Ob. Nein, er braucht immer ein Passwort. So, wir wollen aber jetzt erstmal nur installieren, dazu gehen wir auf Download. Hier gibt es wieder Versionen, wir wollen die neueste, also gleich wieder hier oben. Speichern das Ganze. Einfach den Desktop. Login Security.ja, diese wird einfach in den Ordner Plugins hineingeschoben. Wir können jetzt, brauchen den Server nicht mal neu starten, wir können einfach mit Reload alle Plugins neu laden. Wir sehen nun, Plugin ist geladen und das war's auch schon. Bucket funktioniert, die Plugins funktionieren. Alle Einstellungen zu den jeweiligen Plugins findet ihr dann in den einzelnen Ordnern. Keine große Sache, läuft auch soweit. Und ich darf schon sagen, im nächsten Video wird es darum gehen, ein automatisches Start-Stop-Script für den Minecraft-Server bereitzustellen bzw. zu installieren. Auch für Bucket kann es genommen werden, aber dann ohne Update-Funktion, da sonst immer wieder auf Vanilla geupdatet wird. Have fun!